Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Yo Leute, wir schauen jetzt mal hier wieder rein in Mamas Amushigami-Statulula ist nach wie vor der Mythic Professor Farnsworth. Jo, hier gibt's nach wie vor die Rock Musical Tire Box noch für 17,5 Stunden. Musical Linda, K-Pop Joe, Linda Belcher, Karaoke Marbo, Troubadour Jeff und Meg Griffin Sing and Swing. Und das hier alles da als Combo Masteries habe ich euch in einem anderen Video bereits vorgestellt. So, jetzt haben wir hier das Mythic Dale Pack. Naja. Mit Gossen, Trunkenball, Jellybean, Schnaps, Wein, Trio und Francine Smith. Schauen wir uns mal die Chief Cat Monkeys an. Ich glaube, die kann man ziemlich weit nach oben pushen, wenn man die wenigstens gemaxt hätte. Na, 1342 mit 10-fach Blutsauger, 10-fach Gas und 12-fach Lähmen. Da kommt Freude auf. Bei dem Rest hier eher weniger. Wie weit kriegt man eigentlich das Bierwasser hoch? Da tut sich fast gar nichts, ne? Guckt euch das an. Das ist unfassbar. So. Sieht am Anfang stark aus. Dann kommt nur Schrott bei raus. Beim Weinschuh ist es ähnlich. Da hast du auch dann zum Schluss irgendwas um die 30 oder so, glaube ich. Ich meine, okay, klar, ist eine Kombokarte, aber 29, das ist lächerlich. So. Jo, dann haben wir hier die Time for Hard Liquor Box mit Zeit für hartes Gesöff oder Time for Hard Liquor, Slubeck, Kleinsbier, Absinth, Kreis, Säge. Frage ich mich sowieso, was hat diese Karte hier in diesem Drunken Pack zu tun? Hank Hill. Und dann haben wir hier Betrunken auf der Arbeit. Die kriegen wir allerdings wieder relativ weit hoch, glaube ich. Gehen wir auf irgendwas um die 40, ne? 45 oder so, 40... 43 sogar und Luans 21. Geburtstag. Ja, nicht zu verachten, wie gesagt, diese Pre-Combos als Defense-Karten in einem Deck sind echt nicht schlecht. Wobei wir natürlich hier jetzt mal, das Problem ist jetzt hier, also was heißt Defense-Deck? Wir haben ja bei Musical macht das auf jeden Fall Sinn. Hier kriegst du halt 50% da, also 15 Gas, dann hast du einen Blutsauger, 5 noch, das ist nicht wirklich viel. Also diese Pre-Combos, Drunk-Pre-Combos jetzt hier für das nächste BGE sind nicht so effektiv, wie es die Musical-Pre-Combos sind. Ne? So, dann sind wir hier bei der Meisterschaft angelangt. Schauen wir mal hier rein, was gibt's da diesmal? Wir haben hier als allererstes den Withdrawal Steve und der kann Folgendes, oder der macht Folgendes. Wir schauen uns den jetzt mal an. So, das ist, ja, irgendwie nicht das, was ich sehen wollte. Warum auch immer. Also, ich glaube, das ist auch das Falsche. Das hier müsste das Richtige sein. Moment. Jetzt schauen wir nochmal. Das passt doch auch wieder irgendwie nicht, oder? Ah, doch. Ja, haha. So, dann haben wir den Steve. Und dann haben wir Steve Smith. Können wir eigentlich mal maxen. Dann können wir schauen, was auf der rechten Seite rauskommt, wenn der gemaxt wäre. Ja, mit Toadlicking und mit Butterscotch Cookies. Dann hast du Revanche und dann hast du berauscht. 17-fach berauscht hier oben. Bei der Toadlicking 16-fach Revanche, 21 Angriff, 72 Leben.
Und hier ganz unten hast du 15-fach Revanche und 16-fach Berauscht, 16 Angriff und 80 Leben. Auf jeden Fall schon ziemlich interessant, das Ganze. Mit den zwei Drogen-Kombos mit dem Steve Smith. Und das ist jetzt auch nicht so die schlechteste. Aber, ja, 500 Gems dafür. Also, ich weiß nicht. Also, ich würde dafür keine 500 Gems ausgeben. Auf keinen Fall. So, dann haben wir hier als nächstes I get what I want. So. Und das ist mit Spielzeugkarten. Kann man hier unten im Wireless Audio Transmitter als einzige Legendäre spielen. Und dann hast du auf der rechten Seite eben Cheers All, aber eben nicht All eingeschränkt. Und dann hast du Lebenspunkte, die mit hinzukommen, wenn eine Kombo gespielt wird. Das ist so, ja. Also auch die kann man vergessen. Jetzt kommen wir zu einer, die ist allerdings, ja, die kann schon auch mal hilfreich sein. Roger in Disguise. Also nicht Roger in Disguise, sondern Roger in Disguise. Roger in Disguise. Da, da, da. So, ja, kriegst du Angriffspunkte, wenn eine Kombo gespielt wird. Schild für alle. Allerdings auch wieder eingeschränkt. Und Blutsauger. Davon nicht wenig, 19 Stück sind eigentlich ganz gut. Aber geht eben nur mit Rogers Kleiderschrank. Mir persönlich, nee, ich persönlich will da jetzt keine 1000 reinstecken, sondern ich warte einfach noch auf irgendwas, was Besseres. Dann haben wir hier noch den Nierenkiller, oder die Kidney Killers. Und das ist diese Karte da, diese Kombo-Karte. Das ist mit der Haley. Eine Drunk-Karte, Power Target Patriot Ale beispielsweise, ja. Jetzt lass mal hier schauen, lass mal schmecken. Ja, hier wird's ja jetzt interessanter, ne? Wenn man sich das anschaut. Hier mit einem Malteser-Likör zum Beispiel, mit Party im Biertank oder so. So, und jetzt müssen wir mal hier ganz, ganz kühn rechnen. Und dazu nehmen wir uns jetzt mal die Power Target Patriot Ale-Geschichte. Mit der Haley. Ja, aktuell ist es ja dann so, du würdest 50% vom Angriffswert als Gas hinzubekommen, das heißt, also es wären hier 12, dann hättest du 29-fach Gas. Und 12-fach Blutsauger. So, wenn wir da jetzt noch 10% draufrechnen auf alles, dann hätten wir da wahrscheinlich 19-fach Gas, 26, 13, dann wärst du schon bei 32-fach Gas. 32 Gas bei nur 10% mehr. Das ist allerdings schon brachial. Das ist wirklich brachial. Werde ich mir für meinen ersten Account auf jeden Fall holen. Also wenigstens mal 10% draufklatschen. Weil die Power Target Patriot Ale habe ich sowieso. Die Haley habe ich ja auch mit meinem ersten Account. Und da könnte es dann echt spannend werden. Also, ja. Ich hole sie mir. Ich hole mir den Nierenkiller auf jeden Fall. Für meinen ersten Account. Wer die Haley hat und die Power Target Patriot Ale spielt, sollte jetzt eventuell auch sich überlegen, da mal nochmal einen Tausender reinzustecken, weil, wie gesagt, das Ding wird auf jeden Fall interessant werden. Dann, ne, kriegst du ungefähr nochmal 3 Gaspunkte mit hinzu. Und dann bist du über 30 Gas schon, und 30 Gas ist schon spannend, ne? Also,
Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Miniman gleich. Auch rein, macht's gut, bis dann und tschüss.